Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir mit Maren, dem Geist. Ich habe nämlich bisher nur meine Foundation aufgetragen, denn wie ihr am Titel schon sehen könnt, möchte ich heute mit euch zusammen die neuen Jeffree Star Produkte testen, was einmal sowohl sein neues Puder beinhaltet, als auch seinen Concealer. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur schnell die Base vorbereitet. Der Jeffree Star hat wie gesagt vor kurzem einen Concealer gelauncht und auch ein Puder, ein loses Puder. Beides heißt jeweils Magic Star, also Magic Star Concealer, Magic Star Powder, Loose Powder, nee, Setting Powder heißt es. Und die waren innerhalb kürzester Zeit die beliebtesten Farben natürlich ausverkauft. Deswegen musste ich auch auf zwei verschiedenen Webseiten bestellen. Den Concealer hatte ich bei Beauty Bay eigentlich gekauft. Der war aber dann wahrscheinlich in der Zeit schon out of stock, obwohl ich ihn in den Warenkorb gepackt hatte. Und verschickt wurde dann halt leider nur das Puder. Das heißt, das Puder habe ich auf Beauty Bay gekauft für 29 Euro. Und den Concealer habe ich gekauft bei The Makeup Spot. Der hat weniger gekostet. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viel genau. Ich weiß nur, dass ich dann da natürlich Versandkosten wieder hatte von 3 Euro irgendwas und am Ende letztendlich auch bei 28 Komma und ein paar zerquetschte war. Also auch rund 29 Euro. Ja, auf seiner eigenen Website kosten die Produkte 22 Dollar. So sieht der Concealer aus. Mit dem fangen wir natürlich auch gleich an. Jeffree selbst hat in seinem Video auch gesagt, was er zu den Produkten hochgeladen hat, dass er sehr, sehr viel Wert auf die Verpackung gelegt hat. Ich denke, ihr habt die alle schon gesehen. Das ist halt ein sehr außergewöhnlicher Concealer im Vergleich zu anderen Concealern, der hier oben noch so eine Krone drauf hat und einen kleinen Stern, wo ich schon gehört habe, dass man vorsichtig sein soll, weil man sich mit dem auch schnell mal irgendwie pieken kann. Und die sind schon sehr, sehr spitz, die Ecken. Ja. Das Puder wiederum sieht so aus, kommt in so einer typischen kleinen Puderform. Verpackung fühlt sich ein bisschen billig an, aber ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Auch hier finde ich die Ecken von dem Stern pieksen. So ein bisschen habe ich gerade gemerkt, weil ich so raufgefasst habe und aufgedreht habe. Also vorsichtig beim Öffnen sämtlicher Verpackungen hier. Die Sterne sind nicht ganz so rund. Geholt habe ich mir bei beiden Produkten so ziemlich die hellsten Farben. Also es gibt noch eine Farbe heller tatsächlich, nämlich die Farbe, die komplett weiß ist. Aber ansonsten habe ich hier die Farbe C2 geholt und hier habe ich die Farbe Translucent, also letztendlich farblos. Werden wir dann sehen, ob es irgendwie einen weißen Schleier hinterlässt oder sonst irgendwas. Ich wollte mir von dem Concealer eigentlich noch die Farbe C5 holen, hat aber leider nicht geklappt, da bei Jeffree selbst ins Lager eingebrochen wurde und einige von den C5 Paletten geklaut wurden. Und er eigentlich noch dachte, er kann es dann noch zum Launchtag nachproduzieren. Ich weiß nicht, ob es auf seiner Website vielleicht die C5 dann noch gab, denn auf Beauty Bay und The Makeup Spot, da wo ich geguckt hatte, gab es die leider nicht. Ja, deswegen werden wir jetzt heute mit diesem Weiß wie Schnee Concealer arbeiten. Ja, und ich dachte mir, damit ich wirklich auch eine Vergleichsmöglichkeit habe am Ende des Tages, dass ich den gegen meine aktuell liebste Kombination quasi antreten lasse. Und zwar ist das der Jouer Concealer, der übrigens auch sehr, sehr hell ist. Also das heißt, wenn ich Glück habe, sieht man vielleicht nicht so einen großen Unterschied in den Farben. Also die beiden treten gegeneinander an. Und Setting Puder tritt das Jeffree Star gegen das Hourglass Veil Powder an. Ich wollte erst mein Charlotte Tilbury Puder nehmen, was ich auch sehr, sehr liebe. Das Flawless Puder, heißt das so? Airbrush Flawless Finish Powder. Aber ich dachte mir, wenn, dann ist es vielleicht besser, wenn man einfach zwei lose Puder gegeneinander stellt. Und bei losen Pudern ist dann das hier aktuell mein Favorit. So, ich werde mal schnell auf der Website gucken, was der Concealer sagt, was der machen soll, was der Text dazu ist. Also es ist natürlich ein einzigartiger, cremiger, hochdeckender, flüssiger Concealer, der in über 30 Farben kommt, was ich übrigens eine sehr, sehr coole Farbrange finde, insbesondere für ganz, ganz helle, aber eben auch Zwischenfarben sind da, sind verschiedene Untertöne da. Also das finde ich eigentlich richtig cool, dass er da so Wert drauf gelegt hat, dass es wirklich viel Farbauswahl gibt. Unabhängig davon, der soll natürlich den Hautton ausgleichen. 20% Pigment ist drin. Kann Tattoos abdecken, okay, das ist auch ganz cool, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wir können es mal testen. Und er hat natürlich auch Anti-Aging-Eigenschaften, sodass eben auch feine Linien und Augenfalten ausgeglichen werden können. Achso, und theoretisch ist er auch Self-Setting, also eigentlich bräuchte man scheinbar nicht mal ein Puder drüber, aber das funktioniert bei mir auf jeden Fall nicht. Ansonsten ist er noch Fragrance-free, Paraben-free, Talc-free und Jeffrees Produkte sind so oder so immer Cruelty-free. So, ich habe euch jetzt mal noch ein ganz kleines Stück rangeholt. Dann werde ich den jetzt mal auftragen. Bin schon ganz gespannt, wie der ist. So, der Applikator ist so ein kleines Füßchen.
Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel Produkte ich hiervon auftragen darf, soll, kann, aber wir testen es einfach. Die Jeffrey-Seite wird diese Seite hier sein. Fühlt sich sehr, 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 sehr weich an, der Concealer. Also gleitet förmlich über die Haut, fühlt sich sehr, sehr sanft an. Auch der Applikator ist unfassbar weich, also merkt man nicht viel vom Auftrag auf der Haut. So, zum Ausblenden benutze ich jetzt hier mein Schwämmchen, was ich die letzten Tage immer benutzt habe. Das ist von Fendi, dieser Sponge. Okay, also ist schon sehr, sehr hell. Aber da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. Wie gesagt, eigentlich wollte ich den ja auch mischen. Also im direkten Vergleich kann man schon sehen, dass beide Seiten sehr, 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 sehr hell an mir sind. Der Auftrag war einfach, wie gesagt, bei dem Jeffree Star Concealer extrem angenehm. Bei dem Joui Concealer, der ist von der Konsistenz einfach noch ein bisschen pastiger, der ist ein bisschen dickflüssiger. Insofern muss man da theoretisch mehr arbeiten, um den auszublenden. Aber ich finde, das hat sich jetzt nicht so viel genommen. Ja, deckend finde ich sie beide eigentlich auch ähnlich. Wenn ich so nach unten gucke, ihr seht auf jeden Fall noch hier so meine Augenschatten. Ich habe einfach aber auch extreme Augenschatten. Die sind auch so ein bisschen eingesunken. Insofern sieht man die so oder so immer. Wenn ich jetzt ganz normal so geradeaus gucke, geht es eigentlich. So ganz geradeaus, stumpf in die Kamera gucke. Ihr könnt ja mal schauen, ob euch eine Seite besser gefällt. Wie gesagt, das ist die Seite mit dem Jeffree Star Concealer. Das ist der Joui Concealer. Ich habe beim Jeffree Star Concealer hier noch so ein bisschen dunklen Augenschatten, aber auf der Seite ist der, glaube ich, einfach nicht. Es heißt halt, Haut ist unterschiedlich. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass man den setten muss, denn ich habe jetzt hier in der Crease schon so einen kleinen Streifen sozusagen. Auf der anderen Seite auch, also das ist letztendlich egal, aber ich muss Concealer immer setten. Das würde bei mir sonst rumrutschen. So, dann setten wir natürlich jetzt auch zuerst die Jeffree Star Seite mit dem Puder. Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht. Finde ich relativ cool. Also man kann hier quasi so dran drehen und dann ist es jetzt offen. Und natürlich auch toll, da haben schon viele drüber gesprochen und auch ich bin großer Fan davon, dass er sich über so Kleinigkeiten auch im Kopf macht. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber hier dieser Schniepel, das ist quasi zum Öffnen vom Puder. Und normalerweise sind die immer so verklebt. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt leider gerade kein anderes Puder hier, dass man irgendwie gucken muss, dass man die mit irgendwelchen Utensilien aufmacht. Gerade wenn man künstliche Nägel hat, so wie ich. Man kommt da einfach schwierig ran. Man kann dann nicht so zupacken. Und er hat halt extra gesagt, weil er ja auch selbst künstliche Nägel hat, dass er das deswegen ein bisschen länger gemacht hat. Ja, wie gesagt, ihr seht hier diesen kleinen Schniepel. Und da kann man dann ganz normal dran ziehen. Es geht auch super leicht auf und da hat er sich einfach ein bisschen Kopf gemacht im Vergleich zu anderen Puderherstellern. Es ist nur ein kleines Gimmick, es ist jetzt nicht ausschlaggebend, aber ich finde es einfach eine nette Idee, dass er an sowas auch gedacht hat. Ja, und wie gesagt, dass man es in irgendeiner Form natürlich auch auf- und zudrehen kann, wobei das mittlerweile ja auch viele Puder haben. Also mein Hourglass-Puder mal so als Vergleich, das kann man nicht auf- und zudrehen in dem Sinne, aber es hat halt auch im Deckel so einen eingelassenen Stopper. Hier in der Mitte ist quasi, kommt das Puder nur raus und hier in der Mitte ist dann so ein Stopper. Also letztendlich hier fliegt auch nicht alles hin und her. In dieser Form Stopper gibt es ja öfter. Es riecht nach Zuckerwatte, was so ein bisschen verbrannter, karamellisierter Zuckerwatte. Finde ich sehr angenehm, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe schon gehört, dass es vielen zu viel ist, der Geruch. Ich finde den angenehm. Ich werde mir jetzt hier einfach bisschen was in den Deckel geben und benutze meinen Sigma-Pinsel zum Auftragen. Das ist der Tapered Highlighter, der F35. Und man sieht schon, dass es so ein weißer Schleier ist. Boah, wie gesagt, der Geruch ist total geil. Ich stehe auf sowas. Ja, so auf den ersten Blick finde ich jetzt nicht, dass es einen weißen Schleier hinterlässt. Allerdings pudere ich auch immer sehr, sehr schwach ab. Also wenn ihr wirklich viel Puder benutzt, müsst ihr schauen, dass es vielleicht nicht doch einen weißen Schleier hinterlässt. Aber bei mir habe ich jetzt erstmal nichts gesehen. Die andere Seite pudere ich jetzt, wie gesagt, schnell mit dem
Veal Translucent Powder ab. Das Jeffree Star Puder ist sehr, 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 sehr fein gemahlen. So ist letztendlich auch das Veal Translucent Powder von Hourglass. Ja, also aktuell bin ich tatsächlich mit beiden Seiten sehr zufrieden. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es einen großen Unterschied zwischen beiden gibt. Also das ist definitiv, das sind jetzt keine Dupes füreinander oder irgendwas. Aber es hat einfach einen ähnlichen Effekt. Und ich bin sehr gespannt, ob am Ende des Tages für mich irgendwie erkennbar ist, dass eine Seite sich besser geschlagen hat als die andere. Denn von der Art her finde ich gerade, wenn theoretisch beide gleich abschneiden, finde ich gerade so ein bisschen cooler natürlich den Jeffree Star Concealer. Einfach weil das Packaging natürlich ziemlich cool ist, wobei das halt so ein bisschen gimmicky ist. Nein, aber der Auftrag fand ich einfach sehr angenehm. Der Applikator, dadurch, dass er so weich ist, dass er so über die Haut gleitet, dass das Tragegefühl, dieses Auftragen hat mir einfach ein Stückchen besser gefallen. Wird sich wie gesagt am Ende zeigen, ob irgendeine Seite jetzt einen signifikanten Unterschied zur anderen darstellt, und das werde ich auch heute definitiv mit euch begleiten. Ich pudere auch gleich noch den Rest meines Gesichtes so ein bisschen ab. Das Problem mit diesen ganz, ganz fein gemahlenen Pudern ist immer so ein bisschen, wenn man große Poren hat, kann das sein, dass die Puder sich da schneller dran absetzen, als jetzt so ein bisschen gröber gemahlen. Also ihr wisst ja, nicht jedes Puder ist jetzt komplett grob gemahlen. Also es sind jetzt keine Flocken oder irgendwas drin. Aber es gibt einfach Puder, die extrem fein gemahlen sind. Und so können die sich natürlich bei großen Poren auch schneller mal da drin sammeln und vielleicht ein unschönes Finish hinterlassen. Damit habe ich keine Probleme, weil ich keine großen Poren habe. Das heißt, so ganz, ganz fein gemahlene Puder funktionieren bei mir einwandfrei. Das müsst ihr schauen, wie eure Hautbeschaffenheit ist. Also prinzipiell könnte es, wie gesagt, sein, dass dann das Jeffree Star Puder für euch nicht unbedingt geeignet ist. So, bei dem Puder haben wir auch gar nicht geguckt, was es eigentlich machen soll. Das mache ich jetzt mal noch schnell. Das hat natürlich eine ultra feine und leichte Formulierung. Ja, Vitamin C ist drin, Vitamin E ist drin, und es soll natürlich auch Öl kontrollieren und die Haut quasi auch so flawless lassen den ganzen Tag. Auch ein Airbrushed Finish, naja klar, und letztendlich bin jetzt mal ganz, ganz nah an den Spiegel rangekrochen, gerade weil, das könnt ihr in der Kamera nicht sehen, egal wie nah ich euch ranhole. Das Puder soll auch einen weichzeichnenden Effekt haben, das habe ich jetzt gerade erst gelesen. Und tatsächlich, wenn man ganz nah an den Spiegel rankriecht, das Veal Translucent Powder hat auch so ein bisschen weichzeichnenden Effekt. Nicht so stark, wie ich finde, denn tatsächlich, wenn man ganz nah an den Spiegel rangeht, finde ich, sieht die Seite ein kleines bisschen schöner aus. Also es stimmt tatsächlich, es gibt diesen Weichzeichner-Effekt. Aber es ist jetzt nicht übertrieben doll, ne? Also man hat jetzt nicht so einen Instagram-Filter über dem Gesicht, so darf man sich das nicht vorstellen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Puder kommt übrigens in 8 verschiedenen Farben, und wie gesagt, ich hatte jetzt die Translucent-Farbe, also letztendlich farblos, schrägstrich, weiß. Wir haben es jetzt übrigens 7.24 Uhr, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, ich habe immer so ein helles Hintergrundbild. Ich werde jetzt noch den Rest meines Gesichtes fertig machen, dann sehen wir uns nochmal ganz kurz wieder, und dann werde ich den Tag über mit dem Puder verbringen und mit dem Concealer. So, also das restliche Make-up sitzt. Wie gesagt, ich bin mit beiden Seiten eigentlich sehr zufrieden und wollte euch einfach nur noch mal ganz kurz das Endergebnis zeigen. Ich habe jetzt 10 Minuten gebraucht für den Rest. Also insofern ist jetzt noch nicht viel passiert. Es ist jetzt noch kein Concealer total in die Falte gerutscht oder sonst irgendwas. Ich werde es, wie gesagt, den Tag über begleiten. Wir haben es jetzt mittlerweile, 7.36 Uhr. Eigentlich hätte ich vor 6 Minuten losfahren wollen zur Arbeit. Aber das ist irgendwie gefühlt jeden Tag das gleiche Problem. Ich arbeite heute lange, das heißt, wir werden wirklich vollen Tag sehen, wie sich beide Seiten verhalten. Ich kann euch gleich sagen, von dem Joy Concealer kenne ich das schon. Der rutscht natürlich im Laufe des Tages ein bisschen in die Falten. Also das geht bei mir einfach nicht anders. Da gibt es kein Hilfsmittel gegen, das passiert einfach. Insbesondere, wenn man so Augenfalten hat. Aber es gibt Concealer, die es weniger doll machen, und es gibt welche, bei denen sieht das ganz, ganz furchtbar aus. Und der Joy Concealer und zum Beispiel auch der NARS Radiant Creamy Concealer, das sind so 2 Concealer, bei denen es nicht so furchtbar aussieht. Deswegen benutze ich die auch prinzipiell sehr gerne. Eigentlich, ja, aktuell den Joy sogar noch ein bisschen lieber, aber manchmal ist mir der so im Alltag ein bisschen zu, naja, schwierig auszublenden und ein bisschen zu hell. Das heißt, bei dem NARS, dadurch, dass der nicht ganz so dickflüssig ist, geht es ein bisschen schneller. Deswegen benutze ich den trotzdem oft lieber im Alltag. Aber da die farblich jetzt beide ganz gut zueinander gepasst haben, wollte ich jetzt die heute mal vergleichen. Und ihr seht, minimal Make-up-Look, also keinen Lidschatten oder sonst irgendwas, wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Und wir sehen uns im Laufe des Tages. So, da wären wir wieder zurück. Es ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, 19.05 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt gerade von Arbeit zurückgekommen und habe mich jetzt direkt hingesetzt, um das Video für euch zu Ende zu drehen. Das heißt, der Concealer ist jetzt wirklich einen kompletten Tag drauf gewesen. Der ist jetzt 11 Stunden drauf, sogar noch ein bisschen drüber.
Und wir können uns das Fazit angucken. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Also beide Seiten sind auf jeden Fall gecreased. Das ist, was ich auch schon gesagt hatte. Ich muss auch sagen, dass ich heute scheinbar einen schlechten Tag habe. Denn ich habe zwischendurch auch immer mal in den Spiegel geguckt auf der Arbeit. Ich konnte leider nicht wirklich was für euch filmen, weil ich heute allein auf Arbeit war und es halt ständig Kunden reinkamen. Und dann kann ich da ja schlecht stehen mit meinem Handy und mich gerade selber filmen. Jedenfalls ist mir zwischendurch immer schon aufgefallen, dass heute meine Concealer generell schneller creasen, doller creasen, dass es trockener aussieht als andere Tage. Das kommt natürlich auch immer drauf an. Also es gibt, ihr kennt das selber von eurer Haut, mal habt ihr gute Tage, mal habt ihr schlechte Tage. Und heute war offensichtlich ein nicht so guter Tag für meine Unteraugenpartie. Also trocken sehen beide Unteraugenregionen aus. Ich muss auch sagen, hier habe ich, wo der Jeffree Star Concealer ist, habe ich eine größere und längere Falte, wenn ihr das vielleicht jetzt gerade sehen könnt, wenn ich so nach unten gucke. Die fängt hier an und geht wirklich bis hier runter und dann sind hier noch so zwei kleine Fältchen und hier ist die irgendwie nicht ganz so tief und furchenhaft. Deswegen sieht die Seite prinzipiell ein kleines bisschen besser aus. Das kann ich jetzt dem Concealer aber nicht anlasten. Wenn ich mein Augenlid an sich mir ansehe, das finde ich, sieht auf der linken Seite irgendwie auch ein kleines bisschen besser aus, tatsächlich. Da gefällt mir die Seite nicht so. Da sieht man irgendwie doller die Falte. Also da ist ja kaum Produkt drauf. Ich habe das ja vorhin alles so ein bisschen abgeklopft, noch mit dem Finger, dass das nicht irgendwie doller creased. Und dann wurde es ja auch gesettet. Aber trotzdem sehe ich hier im Innenwinkel ein bisschen mehr, wie das Produkt quasi in der Falte sitzt. Und wie gesagt, die Unteraugenregion ist super trocken. Es ist total also nicht total gecreased, es gibt definitiv Schlimmeres, aber heute ist wie gesagt kein guter Tag. Und wenn ich das jetzt mal wirklich so gegeneinander stelle, dann muss ich tatsächlich sagen, für den heutigen Tag finde ich ein kleines Stückchen Jeffree Star besser. Die Seite gefällt mir ein bisschen besser, gerade hier so in diesem Bereich, wo mein Finger jetzt hier lang fährt, wo keine Falte ist, wo aber trotzdem die Seite hier ein bisschen trockener aussieht. Also es sieht einfach so ein bisschen, na, ich will nicht sagen porös aus, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich denke, das werdet ihr nicht erkennen können, denn ich habe jetzt hier nicht das krasseste Equipment. Ich kann hier nicht so eine krassen Kameras mir leisten wie die großen YouTuber. Deswegen wird man hier nicht meine Poren oder sonst irgendwas total genau sehen, aber vielleicht könnt ihr es so ein bisschen erkennen. Könnt ihr auch nochmal hochgucken, vielleicht hilft das irgendwie. Ja, so viel erstmal zum Tragetest. Ja, also wie gesagt, vom Tragetest heute würde ich tatsächlich der Seite von Jeffree Star den Pluspunkt geben, einfach weil es sind wirklich Nuancen. Es ist jetzt hier kein krasser Unterschied. Es sieht letztendlich eigentlich vom Ergebnis her gleich aus. Ein ganz kleines bisschen sieht die linke Seite von mir besser aus, also mein linkes Auge, da wo der Jeffree Star Concealer war. Aber letztendlich es gibt einfach ähnliche Abnutzungserscheinungen. Und natürlich, ich habe auch noch im Hinterkopf, es gab noch einen Pluspunkt von mir heute Morgen ja für das Auftragen an sich. Das fand ich mit dem Concealer ein bisschen schöner. Es hat sich einfach leichter auftragen lassen. Es war einfach angenehmer. Und dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass mir theoretisch natürlich die Verpackung hier ein bisschen besser gefällt, so rein optisch. Aber ich finde sie unpraktisch. Also man muss natürlich immer irgendwie aufpassen, dass man sich hier nicht sticht, dass man sich nicht verletzt. Man muss natürlich auch dran denken, was ist, wenn ich das Ding mitnehme, wenn ich verreise. Kann das irgendwie im Beauty-Koffer so ungünstig rutschen oder liegen, dass es vielleicht irgendwo in die, sag mal, Wand reinsticht, reinbohrt, was auch immer im schlimmsten Fall. Oder vielleicht irgendwie ein Beauty-Produkt von mir vielleicht in den Sponge reinpiekt oder so. Dann habe ich da nachher ein Loch drin. Also praktisch ist die Verpackung nicht. Aber er hat sich Gedanken gemacht und es ist natürlich eine einzigartige Verpackung. Verpackung von dem Puder finde ich dafür richtig, richtig gut. Also auch hier ist so ein bisschen, die Spitzen habe ich ja auch schon erwähnt, aber das ist jetzt nicht so schlimm und ich denke, da sehe ich jetzt nicht so eine große Gefahr, dass was kaputt gehen könnte. Vielleicht zum Beispiel im Beauty Case oder in der Make-up-Tasche im Vergleich zu dem anderen. Generell finde ich, wie gesagt, das auch ganz cool mit diesem Aufdrehsystem, also dass man das wirklich komplett zumachen kann. Das finde ich halt wirklich schön und mir ist tatsächlich auch heute im Auto, also ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber auf dem Weg zur Arbeit habe ich immer mal im Auto so eine leichte Brise wahrgenommen von dem zuckerwattigen Geruch. Ist natürlich jetzt wieder für welche von euch, die sehr geruchsempfindlich sind, überhaupt nicht geeignet dann. Also wenn ihr wirklich sagt, Düfte mag ich überhaupt nicht oder vor allem auch so süßliche Düfte, dann bleibt da wirklich weg, weil ihr riecht es auf jeden Fall. Natürlich verfliegt es im Laufe des Tages. Also ich kann es jetzt nicht mehr auf meinem Gesicht wahrnehmen. Aber generell, ich weiß, dass manche da Probleme mit haben, auch schon beim Auftragen, dass sie das nicht mögen, wenn Produkte Gerüche haben. Vielleicht auch intensive Gerüche.
Ich persönlich empfinde es nicht als intensiv, aber ich bin da auch überhaupt nicht empfindlich bei. Ja, das, worüber ich noch mit euch sprechen möchte, bevor wir jetzt das Video beenden, bevor ich jetzt quasi mein Fazit dazu sage, ist natürlich auch der Inhalt. Produkte werden nicht immer nur danach beurteilt oder sollten nicht immer nur danach beurteilt werden, ob sie ein schönes Äußeres haben, also ob sie eine schöne Verpackung haben, sondern auch nach dem Inhalt, den man für das Geld dann bekommt. Und ihr wisst das auch von meinen Lidschatten-Reviews und auch von meinen Lippenstift-Reviews eigentlich, dass ich das immer ganz gerne mache, so ein bisschen die Vergleiche zu anderen Produkten aus der gleichen Kategorie. Also bei Lidschattenpaletten mache ich das zum Beispiel immer, dass ich gucke, wie viel ist enthalten an Produkt, was kostet die Palette, was kostet mich sozusagen ein Gramm an Lidschatten von dieser Palette. Und das vergleiche ich dann ganz oft auch mit anderen Marken. Denn oftmals hat man das Problem, wie zum Beispiel bei Natasha Denona. Natasha Denona ist bei vielen immer so, oh, das ist eine teure Marke. Da kostet eine Lidschattenpalette 130 Euro. Ja, es ist viel Geld auf einmal, aber prinzipiell auf den Grammpreis gesehen ist Natasha Denona nicht teurer als andere Marken, wie zum Beispiel Huda Beauty oder wie zum Beispiel Anastasia Beverly Hills. Denn ihr bekommt sehr, sehr viel Inhalt. Jetzt mal völlig davon abgesehen, ob man den Inhalt braucht, ob man das wirklich nutzt. Wenn ihr euch nicht oft schminkt oder selten schminkt, dann braucht ihr auch keine so große Lidschattenpalette theoretisch. Aber rein vom Grammpreis her ist Natasha Denona keine teure Marke. Ja, und so muss man das natürlich auch bei diesen Produkten jetzt anwenden. Und ihr habt das sicherlich schon mitbekommen, dass es da so eine kleine Kontroverse gibt, weil bei Jeffree Star in dem Concealer jetzt nicht viel Inhalt enthalten ist. Und ich muss auch sagen, dass ich das sehr schade finde. Ich hatte mir auch Jeffrees Video angeguckt zu dem Concealer und er selbst hat in seinem Video auch gesagt, dass er einen fairen Preis machen wollte und dass sein Produkt deswegen nur 22 Dollar kostet. Und finde ich dann so ein bisschen schwierig, die Aussage von ihm, weil ich einfach denke, 22 Dollar ist ein guter Preis für einen Concealer, finde ich, ist in Ordnung. Aber man muss das halt in Relation zu dem Inhalt sehen. Und bei Jeffree Star ist 3,4 Milliliter enthalten. Es sind 3,4 Milliliter enthalten. Ich hatte vorhin mir so eine kleine Übersicht mal gemacht, um das mal mit anderen Concealern zu vergleichen halt. Da hatte ich mit 3,5 gerechnet, weil ich das im Internet so gefunden hatte. Den hatte ich natürlich nicht mit auf Arbeit, deswegen konnte ich da nicht genau nachschauen. Also insofern habe ich sogar in der Liste noch ein paar Euro ihn, oder ein paar Cent ihn besser gerechnet, weil 3,5 Milliliter enthalten sind. Ich habe auch mal geschaut, wo man den bekommt. Also ihr bekommt den, wenn ihr jetzt nicht wirklich im Ausland bestellt. Ich habe jetzt geschaut, wie es für uns aus Deutschland vielleicht am einfachsten ist. Beauty Bay, da kostet er 24 Euro. Auf The Make-Up Spot, wo ich ihn bestellt habe, da kostet er 23,60 Euro. Da würdet ihr 40 Cent sparen. Aber bei Bestellungen unter 50 Euro kommt noch Versand dazu. Also müsstet ihr schon mal über 50 Euro bezahlen oder bestellen, dass ihr nicht noch Versand bezahlt. Das heißt, theoretisch, wenn man nur den will, ist Beauty Bay mit 24 Euro am günstigsten. Und da kostet der Concealer dann, oder der Inhalt, auf 1 Milliliter runtergerechnet, kostet 6,86 Euro. Also 1 Milliliter von dem Concealer, dafür müsst ihr 6,86 Euro bezahlen. Verglichen mit meinem Jouer Concealer, da war ich übrigens auch tatsächlich erstaunt, weil da hatte ich vorher nicht geguckt, wie viel Inhalt hier drin ist. Und das hat mich dann auch so ein bisschen verwundert, weil ich irgendwie dachte, der sieht so fett aus, da ist bestimmt mehr Inhalt drin. Aber es sind auch nur 4,14 Milliliter enthalten. Das hätte ich, wie gesagt, bei dem nicht gedacht. Der ist aber trotzdem im Endeffekt ein bisschen günstiger. Da komme ich bei 20 Euro auf Beauty Bay, kostet der so viel, auf 4,83 Euro pro 1 Milliliter. Ja, und dann geht's, wie gesagt, ich habe noch zwei, drei andere rausgesucht, lese ich euch auch noch mal kurz vor. Den NARS Creamy Radiant Concealer, den mag ich auch total gerne, einer meiner liebsten. 6 Milliliter Inhalt, bei Douglas kostet er 29,99 €. Insofern kostet der Milliliter dort 5 Euro rund. Der Tarte Shape Tape Concealer ist, denke ich mal, auch ein sehr, sehr bekannter Concealer. Der hat einen relativ hohen Inhalt, da sind 10 Milliliter enthalten, kosten 26,99 € bei Sephora.de und kostet quasi 1 Milliliter 2,70 Euro. Und den besten Schnitt hat der Too Faced Born This Way Super Coverage Concealer. Diese mega fette Flasche hat einfach mal 15 Milliliter Inhalt, kostet 26,99 € bei Douglas und kommt somit auf einen Milliliterpreis von 1,80 Euro. Und jetzt überlegt mal, dass ihr bei Douglas und Sephora eigentlich öfter auch noch Rabattcodes bekommt. Also 15% bei Douglas kann man zum Beispiel oft bekommen oder auch mal 20% auch bei Sephora. Auch da gibt es manchmal markenspezifische Gutscheincodes, sage ich jetzt mal. Insofern könnt ihr da sogar noch ein paar Euro dann manchmal sparen.
Ja, und da finde ich es halt an der Stelle, wie gesagt, schade, dass er sich da im Video so hingestellt hat und gesagt hat, ich würde einen fairen Preis machen. Und ich denke mir hier so, nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen versteckter Preis. Letztendlich muss es einem klar sein, mir war das beim Bestellen auch schon klar, dass ich dafür quasi mehr bezahle als für andere Concealer. Und das ist auch für mich in Ordnung. Aber trotzdem finde ich das, er hat es zwar angesprochen, versteht mich nicht falsch, also er hat da kein Geheimnis draus gemacht. Er hat im Video auch gesagt, wie viel enthalten ist. Sprich, jeder kann das wissen. Aber viele, glaube ich, denken da nicht unbedingt so drüber nach. Also wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt mit der Natasha Denona-Diskussion oder mit dem Thema. Man liest halt so oft, die sind so teuer und die Sachen sind teuer. Aber wenn man das wirklich mal runterrechnet, ist es im Vergleich zu anderen Marken dann wiederum nicht so, beziehungsweise bei ihm ist es dann halt in dem Moment so. Schade finde ich halt auch bei so wenig Inhalt, dass man dann sehr, sehr schnell durch sein wird. Also ich weiß, den NARS Radiant Creamy Concealer, den finde ich toll, den benutze ich oft im Alltag. Und da bin ich dann auch schnell durch so einen Concealer durch. Ich habe mir den jetzt zum dritten Mal nachbestellt und das ist eigentlich der einzige Concealer, den ich bislang überhaupt jemals aufgebraucht habe. Und ja, da hat den doppelten Inhalt, also mit 6 Milliliter, da werde ich den hier wahrscheinlich sehr, sehr schnell durchhaben. Nichtsdestotrotz finde ich ihn gut. Ich muss mir dann halt bloß noch überlegen, ob ich ihn mir nachkaufen würde. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich werde ihn definitiv noch weiter testen. Ihr werdet ihn dann gegebenenfalls, wenn er mir weiterhin gut gefällt, trotzdem auch in einem Favoritenvideo von mir sehen. Wenn er mir nicht gut gefällt, dann werdet ihr ihn dort nicht wiedersehen. Aber das wird sich dann in Zukunft, wie gesagt, zeigen. Aktuell heute, ich finde ihn gut, aber ist er sein Geld wirklich wert? Das müsst ihr entscheiden. Weil so, wenn man jetzt überlegt, 24 Euro für einen Concealer ist okay. Aber wie gesagt, inhaltstechnisch ist dort nicht ganz so viel enthalten. Bei dem Puder, da möchte ich eigentlich keine bösen Worte drüber verlieren. Hier sind 10 Gramm enthalten. Das finde ich vom Preis her dann völlig in Ordnung. 29 Euro hat das Puder gekostet. Da habe ich weitaus teurere. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, mein Charlotte Tilbury Puder, mein allerheiligstes, geliebtes Airbrush Flawless Finish Powder, kostet definitiv mehr als das, als die 29 Euro und hat 8 Gramm Inhalt. Ebenfalls das Coconut Puder von Marc Jacobs, das hat auch plus 8 Gramm. Colourpop hat plus 8 Gramm. Also das sind ähnliche Inhalte. Das finde ich in Ordnung. Damit habe ich mich irgendwie abgefunden. Das ist dann auch nicht so schlimm. Das heißt, da ist Jeffrey, da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Das ist für mich an der Stelle in Ordnung. So, dann wollte ich euch gerne noch einen Swatch natürlich einblenden, dass ihr mal sehen könnt, wie der Concealer auch sich swatcht, wie der vielleicht auch im Vergleich zu anderen Concealern aussieht. Ich dachte mir, ich nehme jetzt ja einfach mal meinen Arm. Ich werde euch das vielleicht gleich irgendwie noch anders einblenden und ziehe jetzt hier einfach einmal so drüber, weil er soll ja auch Tattoos abdecken können. Und was wäre da jetzt besser geeignet als mein Tattoo? Ich würde da drunter einfach mal noch eine Linie ziehen mit dem Jouer Concealer, der ja auch eine hohe Deckkraft haben soll, theoretisch. Man sollte nicht so viel in den Spiegel gucken. Jetzt bin ich hier fast in die Linie reingefahren, aber es ist noch kurz davor. Dann nehmen wir einfach mal noch Tarte Shape Tape dazu. Den habe ich übrigens in der Farbe Fair. Und dann nehmen wir noch den NARS Radiant Creamy Concealer, der wahrscheinlich die geringste Deckkraft von allen haben wird, die jetzt hier auf meinem Arm sind, auf meinem Tattoo sind, wie auch immer. So. Hat auf jeden Fall die dünnste Textur. Ich habe die jetzt noch so ein bisschen versucht auszublenden. Sieht jetzt sehr merkwürdig aus, aber ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Also der NARS hat auf jeden Fall, wie ich finde, ein bisschen die geringste Deckkraft. Der ist übrigens auch der Concealer, der so ein bisschen gelbstichiger ist. Die da oben sind ein bisschen heller und auch beide ein bisschen rosastichiger. Also die sind schon wirklich extrem hell. Und ja, Deckkraft haben die auf jeden Fall alle. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, man deckt das Tattoo komplett ab, aber es ist halt einfach auch ein wirklich dunkles, schwarzes Tattoo. Insofern finde ich das in Ordnung. Also die haben wirklich gute Deckkraft. Versuche mich gerade anhand der Swatches hier zu entscheiden, wenn ich jetzt eine Reihenfolge festlegen müsste. Also ich würde fast sagen, der von Tarte ist der mit der höchsten Deckkraft. Und dann eigentlich... Ja, eigentlich sind Jouer und Jeffrey so auf einem Platz und wie gesagt, NARS ist dann so ein bisschen abgeschlagen, aber richtig krasse Unterschiede finde ich jetzt da auch nicht. Also wie gesagt, bis auf NARS, dass der so ein bisschen ab vom Schlag ist, aber die anderen drei sind eigentlich gut deckend.
Ja, das war es dann ansonsten soweit auch mit dem kleinen Live-Test oder dem Tragetest, Wear-Test, wie auch immer man das nennen will. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht sagt der eine oder andere ja jetzt, ach gut, wenn der jetzt nicht so aufregend ist im Vergleich zu anderen und vielleicht auch ein bisschen teurer, dann muss das nicht sein. Auch wenn er mir ja prinzipiell gefallen hat. Wie gesagt, längere Zeit wird sich das noch zeigen. Ich werde den jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch alleine tragen, also auch ohne, dass ich jetzt täglich den Vergleich zur anderen Seite habe und werde mal gucken, wie er sich dann verhält. Wenn das jetzt das Endergebnis jeden Tag so aussieht, dann würde ich sagen, gefällt es mir nicht so. Aber wie gesagt, heute liegt es einfach auch sehr stark an meiner Unteraugenregion, die heute... Ich bin heute Morgen schon aufgewacht mit so richtig müden Augen. Wisst ihr, was ich meine, wenn man aufwacht und denkt so, oh nee... So bin ich heute Morgen aufgewacht. Es war eigentlich schon klar, dass das vielleicht so ausgehen wird. Aber gut, ich wollte es trotzdem natürlich für euch testen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr euch den Concealer schon gekauft habt, ob ihr daran Interesse habt, ob ihr ihn euch quasi ansehen wollt oder ob ihr sagt, nee, ist überhaupt nichts für mich. Natürlich gilt Gleiches auch für das Translucent Powder oder generell für das Setting Powder, was er hat. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!